Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel von Chapter 248, Luck gegen seinen großen Gegner, gegen Spanking, den Typen mit der Hautmagie. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass Luck auf jeden Fall mit seinen Kräften nicht so großartig vorankommt, ein Power-Up benötigt. Das hat er hier jetzt bekommen. Haben schon viele vermutet, dass es sehr wahrscheinlich in die Richtung von Gaia gehen wird. Das heißt, er wird wahrscheinlich seine Blitzmagie erweitern können. Und genau das tut er auch in diesem Kapitel. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir werden gleich ein bisschen auf Luck natürlich zu sprechen kommen, aber auch auf einen anderen Charakter, der mir mit diesem Kapitel nur noch unsinniger gemacht wird, als ich ihn sowieso schon gefunden habe. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover verpassen wollt. Kleiner Fun Fact am Rande, kleine Information, der Black Clover Anime wird genauso wie auch Boruto oder sämtliche andere Anime-Serien, Promised Neverland zum Beispiel, auch verschoben werden. Das heißt, mit der nächsten Episode, glaube ich, mit Folge 132, wird auch der Anime von Black Clover hier erstmal pausiert werden, wegen Coronavirus und so weiter. Von daher wird da erstmal nichts mehr zu kommen. Das heißt, der Manga ist erstmal im Vordergrund. Nächste Woche ist Golden Week, das heißt, kein Kapitel wird hier kommen. Und wir haben jetzt erstmal dieses Chapter hier. Das Kapitel startet mit einem Flashback. Wir sehen nämlich quasi, was im Timeskip passiert ist. Wir sehen, dass Asta Magna und Luck zu Gaia gebracht hat, der den beiden quasi eine neue Technik beibringen möchte, weil irgendwie muss ja jeder von den Black Bolts sich hier entwickeln. Jeder muss ja irgendwie neue Fähigkeiten bekommen und so weiter, muss ja stärker werden generell. Und wir haben hier jetzt erstmal den Fokus auf Magna und Luck, wobei man eher auf Luck geht und Magna quasi direkt rauspackt. Und zwar sollen die beiden lernen, aus ihrem natürlichen Mana heraus Runen zu formen, die dafür sorgen können, dass die Magie an sich, die die halt haben, verstärkt werden kann. Das sind dann quasi solche Booster sozusagen und damit können die Magien halt manipuliert werden, verwandelt werden oder verstärkt werden generell. So sagt es Gaia hier und wir sehen, dass Magna es nicht schafft, die Runen generell erstmal zu formen, was auf jeden Fall schon mal nicht gut ist, ja. Es wird auch gesagt, dass Magna auf Rang 5 ist und Magna definitiv einer der schwächeren Charaktere der Black Bolts ist, zumindest wenn man das so interpretieren möchte, und dass er zumindest bis auf Rang 3 aufsteigen sollte, wenn er eine ernsthafte Konkurrenz für die nächsten Gegner, für die zukünftigen Gegner darstellen möchte, ja. Also das ist definitiv klar, das ist offensichtlich, dass Magna hier ein ganz, ganz großes Power-Up braucht, und ich werde gleich auch ein bisschen persönliche Meinung zu Magna sagen, weil ich den halt überhaupt nicht ausstehen kann. Also ich finde den wirklich überhaupt nicht nice, aber da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Generell verschwindet er wieder, also er schafft es nicht, er ist ziemlich angeknackst deswegen und Luck macht ihm auch so ein bisschen eine Ansage, dass er es nicht packt und so weiter, dass Luck hier in dieser Situation der Einzige ist, der vorankommen kann, und er schafft es auch direkt. Also wir sehen halt hier in dem Beispiel wieder am besten, was diesen Unterschied zwischen Magna und Luck ausmacht und dass ich diese Konkurrenz zwischen den beiden generell nicht so richtig ernst nehmen kann, weil du halt quasi ein Zoro und Sanji Bootleg hast, aber die beiden überhaupt nicht auf Augenhöhe miteinander sind. Charakterlich vielleicht ein bisschen, aber Luck ist so, so viel weiter voraus Magna gegenüber, das kannst du gar nicht ernst nehmen, ohne Spaß. Also der Unterschied wird hier in der Szene nochmal ultra krass festgemacht und wir haben hier in dem Kapitel erstmal den Fokus auf Luck. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir im weiteren Verlauf von Black Clover nochmal an diesem Flashback anhalten werden und zu Magna kommen werden und Tabata dann zeigt, was Magna aus dieser Situation gemacht hat, dass er verkackt hat hier dementsprechend, dass Luck wahrscheinlich vorangekommen ist, eher nicht in dieser Situation, und dass er irgendwie eine andere Richtung einschlägt oder dass er irgendwie einen anderen Moment finden wird, wo er dann weiter vorankommen kann, wo er sich entwickeln kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil man hier jetzt in dem Moment, in dem Flashback hier nur auf Luck gegangen ist und Magna quasi nur ganz, ganz kurz gezeigt hat und gezeigt hat, dass er quasi ein Motiv hätte, auch
halt irgendwie was zu finden für sich mäßig, aber darauf geht man hier jetzt nicht weiter ein. Luck scheint mit den Runen keine Probleme zu haben, er hat das direkt drauf und Gaia erzählt ihm dann dementsprechend das, was ich gerade auch angesprochen habe, dass die Runen die Magien verstärken können, dass sie das Ganze verändern, manipulieren, quasi so eine Art Booster sind und so weiter, dass Luck halt mit den Runen seine Angriffe verstärken kann. Luck fragt dann Gaia, ob er seine True Lightning Magic lernen kann. Also Gaia hat ja quasi diese wahre Blitzmagie drauf und Luck hat ja nur diese Teile, womit er irgendwie seinen Körper verstärkt oder womit er seinen Körper umhüllen kann. Also es gibt da anscheinend schon einen großen Unterschied. Ich bin nicht ganz bewandert, was das Thema betrifft. Aber Gaia merkt an, dass er erstens 2 Jahre für diese Technik gebraucht hat und zum anderen merkt Gaia auch an, dass Lucks Spezialität in einem anderen Bereich liegen würde als bei Gaia. Das heißt, er soll seine eigene Magie mit den Runen entwickeln können. Er kann zwar natürlich auch auf die True Lightning Basis gehen, ja, aber es wird nicht das gleiche sein wie Gaia. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Es macht vielleicht nicht unbedingt viel Sinn, dass jetzt der Sensei, also der Lehrmeister, seinem Schüler genau die gleiche Technik zeigt, sondern dass er ihm quasi das Grundwissen zeigt und er daraus etwas anderes macht. Und quasi die Basics lernen kann, aber seine eigene Technik daraus entwickelt, weil Lucks Spezialitäten in einem anderen Bereich liegen als dementsprechend Gaia. Ich glaube, Gaia sagt es hier, dass seine Spezialität im Entladen liegt. Und bei Luck ist es die Befestigung, dass er, wie gesagt, seine Blitzmagie nutzt, um seinen Körper zu umhüllen. Also seine Arme, seine Beine und so weiter. Er hat ja quasi so eine Art Rüstung an, wenn man sich die Vergangenheit immer mal wieder anschaut von Lucks Seite aus. Dann kommen wir wieder zur Gegenwart. Luck kämpft gegen Spanking. Kurz nochmal zu dem Typen. Wir haben ihn im letzten Chapter bekommen, der quasi das Heart Kingdom angegriffen hat mit ein paar anderen Magiern noch. Und wir haben auch gesehen, dass die Spirit Guardians komplett abgelost haben und die halt voll verloren haben. Außer Gaia natürlich, weil der war ja hier für diesen Flashback hier im Chapter natürlich wichtig, dass Luck halt sich weiterentwickeln kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die anderen Guardians in dem Sinne nicht so heftig sind, wie Gaia schlussendlich ist, weil Gaia der Einzige ist, der wirklich im Vordergrund steht. Ich denke, wir werden vielleicht zu den Guardians noch ein bisschen was sehen, aber der einzige Spirit Guardian, der großartig wichtig ist oder der relevanteste von denen ist halt Gaia. Ich denke, der wird sowieso auch nochmal einen separaten Kampf bekommen und nochmal besser wegkommen als die anderen, die komplett massakriert wurden im letzten Chapter. Also wie das aussah, wie es dargestellt wurde. Und Spanking hat Hautmagie, damit kann er quasi seinen Körper verändern, er kann ihn verhärten, er kann ihn weich machen und so weiter. Also er kann quasi gegen die Angriffe von Luck vorgehen. Wir sehen eigentlich relativ schnell in dem Kampf, dass Luck das Ruder rumreißt und die Runen jetzt einsetzt, die wir im Flashback gesehen haben, das, worin er sich halt weiterentwickeln konnte und seine Angriffe verstärken kann. Spankings Hautmagie, er leidet dabei Schaden, das heißt, er setzt quasi einige Teile seines Körpers unter Strom. Er geht dann jetzt natürlich hier aufs Ganze, sowohl Spanking als auch Luck, die gehen beide aufs Ganze. Und Spanking vermutet, dass Luck durch das Herumspringen sein Mana komplett verschwenden wird. Also, dass er, obwohl er so viel rumhaut, so schnell wird, immer schneller wird mit den Runen halt dementsprechend, dass sein Mana quasi verschwendet wird und er ihn dann komplett vernichten kann. Luck wird immer schneller durch die Runen und übertrifft Spankings Hautmagie, sodass die halt nicht mehr das Mana von Luck ausspüren können. Und Luck wird durch seine True Lightning Magic, also durch die wahre Blitzmagie, die er durch die Runen quasi erlangen konnte, selbst zum Blitz, weil er so schnell wird und durchbohrt Spanking komplett. Er übersteigt also quasi die Grenzen von der Hautmagie von Spanking, die quasi undurchdringbar erschienen, aber jetzt mit den Runen halt doch durchdrungen werden können und dementsprechend wird Luck quasi symbolisch zum Blitz selber, was Spanking hier auch im Chapter am Ende sagt, dass er quasi so schnell geworden ist wie ein Blitz mäßig und dementsprechend ist Luck hier der Sieger durch Board Spanking, der ist komplett geröstet durch diesen Blitzspeer, wie auch immer, Spanking ist down, Luck hatte seinen Spaß und damit endet dieses Kapitel. Das heißt, wir haben quasi einen kurzen Kampf mit Luck gehabt, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Luck hat
mit den Runen quasi eine Möglichkeit, seine Angriffe stärker machen zu können. Ich denke, da wird in der Zukunft bestimmt auch noch einiges kommen. Da gibt es bestimmt einige Möglichkeiten. Es kann sein, dass viele andere Magier vielleicht auch auf diese Technik zugreifen werden und sagen werden, dass sie mit den Runen ihre Magien stärker machen können. Mal gucken, vielleicht kann man da irgendwie was machen. Und Magner, wie gesagt, ist so ein Thema, der muss einfach überzeugen. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Magner an dieses Niveau herankommen möchte, wenn überhaupt an das Niveau von Luck. Ja, also generell, er muss halt irgendwie überzeugen. Ich finde ihn so Hardcore-Kacke, wirklich. Das ist einer der wenigen Charaktere, die ich gar nicht leiden kann, Also selbst Juno mochte ich am Anfang nicht. Oder einige Mitglieder von der Goldenen Morgendämmerung, die ich nicht mochte. Und mittlerweile hat sich das auch gelegt, mäßig. Aber Magner ist halt einfach wirklich Kacke. Der Typ, ich kenne auch keinen Black Clover-Fan, der Magner mag. Also der Typ ist halt einfach Kacke und bringt überhaupt nichts, bietet gar nichts. Ist einfach langweilig und keine Ahnung, ich verstehe dieses Konzept mit Feuermagie, was du in Black Clover auch schon 3-4 Mal hast gefühlt und mit einem Baseballschläger, die Angriffe sind halt einfach irgendwie komisch, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und diese ganze Konkurrenz zu Luck hat man ja hier in diesem Kapitel wieder einmal gesehen, dass das absolut hinfällig ist, also selbst Runen bilden, formen kann dieser Typ nicht, ist auf Rang 5, ich bin sehr gespannt, was Tabata mit dem vorhat. Weil da ist ordentlich was fällig. Aber ordentlich bitte. Das wäre es von meiner Seite aus zu diesem Chapter gewesen. Gutes Kapitel auf jeden Fall. Luck nochmal wieder einige Plätze nach oben gestiegen. Feier den Charakter auf jeden Fall. Cooler Typ. Und Magner, wie gesagt, der muss auf jeden Fall einiges reinbringen, damit der nicht komplett in Mülleimer landet, weil den feiere ich gar nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Feiert ihr Luck genauso? Beziehungsweise denkt ihr, Magner ist gar nicht so schlimm oder könnte der vielleicht auch sogar irgendwas reißen? Wird er irgendeine komische Feuer-Baseball-Karriere einschlagen, damit er Luck sogar übersteigen und übertreffen kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht fragt er ja mal Yamchu. Mal gucken. Damit wäre es das gewesen. Haut rein, lasst mir gerne positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend. Haut rein und ciao!